Denken in einer Form, in der es nur um das Ansehen der Person geht, und das muss positiv bleiben. Und so hat dann auch Alexander Gauland dann von dem Vogelschiss auf der deutschen Geschichte, Vogelschiss ist ein Schandfleck, eine Beschmutzung, ja, Schmutz, man möchte rein und sauber dastehen. Und das sind Kategorien, die passen überhaupt nicht mehr in unsere Welt, die sind aus dem 19. Jahrhundert beerbt. Und wir haben sie ersetzt durch andere Begriffe. Unsere Begriffe dafür geworden? Unsere Begriffe sind nicht nur Schuld, das wäre ein Gegenbegriff zur Schande, sondern eben auch Verantwortung. Also schuldig kann niemand mehr werden, der nicht selbst an diesen Handlungen beteiligt war. Die sind ja auch jetzt auch alle gestorben. Die Ältesten werden noch verurteilt mit 95 Jahren. Also die Leute sind nicht mehr da. Und trotzdem löst sich diese Schuld auch nicht einfach auf, und sie wird aber bearbeitet, nachträglich bearbeitet in Form von Verantwortung, indem man sagt, das kann nicht einfach vergessen werden, wir können nicht so tun, als wäre nichts gewesen, einfach von neuem beginnen oder auch diese Episode der deutschen Geschichte auslöschen. Genau das will die AfD, sie wollen das auslöschen und sie wollen direkt anschließen an das 19. Jahrhundert und diese Ideen von Macht und Stärke und Ehre. Und das ist genau eine Form der kulturellen Semantik, die der Gegenwart entgegensteht. Die Gegenwart ist die gebaut auf ein zivilgesellschaftliches Ethos der Verantwortung, der Mitmenschlichkeit, der Empathie. All das sind Werte, die es in der NS-Zeit gar nicht gab. Es gibt natürlich eine unglaubliche Welle von Erinnerungen. Man kann sagen, nachdem wir in Deutschland 4 Jahrzehnte gelebt haben mit einer Decke. Die Vergangenheit war zugedeckt. Warum war sie zugedeckt? Weil wir in einem anderen Zeitregime gelebt haben. Das nenne ich das Zeitregime der Moderne. Ich bin ja selber 4 Jahrzehnte in diesem Zeitregime aufgewachsen. Die Zeit war so, die Vergangenheit ist vorbei, niemand guckt zurück, es ist erledigt. Ja? Es ist der Abverlaufen der Geschichte. Alles, was zählt, ist die Zukunft. Wir gehen in diese Zukunft hinein. Wir erwarten alles von der Zukunft. Es wird immer alles besser werden. Das war die Idee. Und tatsächlich Innovation bis heute, Verwandlung, Verbesserung, alles sind immer noch die Schlagworte, mit denen wir leben und was wir immer wieder noch erwarten. Das alles hat abgedeckt die Tatsache, dass Menschen Erinnerungen haben, mit sich rumtragen und dass sich diese Erinnerungen gar nicht auflösen. Also sie kamen zurück. Und sie kamen auf ganz vielen Ebenen zurück. Nicht nur in den Staaten, die angefangen haben, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, nicht nur bei den Historikern, die Geschichtsbücher geschrieben haben, sondern auch in den Familien. Die Eltern haben nicht geredet, haben geschwiegen. Die Kinder fingen an, Fragen zu stellen, aber sie haben keine Antworten bekommen. Die Enkel fragen, und jetzt gibt es langsam einen Dialog wieder in den Familien. Und die Enkel, die keine Vorfahren mehr haben, die noch die Zeit erlebt haben, die gehen selber und suchen die Spuren. Insofern gibt es ein Interesse an der Geschichte, kann immer nur von Menschen ausgehen, von einzelnen Menschen. Man muss Menschen begegnen, man liest ein Buch, man hört eine Geschichte, man trifft jemanden. Und über diese Begegnung muss ein Impuls kommen. Der Impuls ist emotional. Und es muss einen irgendwie anfassen. Und aus diesem Interesse, aus der Neugier und auch aus der Empathie heraus, die da entstehen kann, es kann auch ein Film sein, und wir haben ja viele, viele Medien, die das auch kommunizieren. Ich würde sagen, das Theater ist ein Beispiel, aber auch die Filme, dass sie diese Geschichte immer wieder auf neue Form, Weise erzählen. Und durch diese neuen Formen der Erzählungen finden sich dann auch die nachwachsenden Generationen in dieser Geschichte wieder und können auch ihre Fragen, Probleme und auch Gefühle an diese neuen Formen besser anschließen.